Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge und wir sind wieder beim Fußballmanager 14 und es geht zum nächsten Saisonspiel. Das letzte Spiel haben wir ja sogar gewonnen. Und jetzt heißt es, Schalke 04 kommt uns besuchen und ja, die sind derzeit nicht gut drauf. Die haben nur 2 Punkte geholt und sind damit nur 14 da. Wir sind mittlerweile auf dem 10., haben nur 1 Punkt Rückstand auf Platz 6 und ja, ein sehr gutes Spiel hinter uns gegen Hannover gehabt und jetzt heißt es hier gegen Schalke. Also das wäre wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir hier punkten. Dann haben wir hier noch zum Beispiel Dortmund gegen Hamburg. Hamburg auch sehr stark mit 10 Punkten aus 4 Spielen. Die Dortmunder haben 12 Punkte geholt, also alle 4 Spiele gewonnen. Besser ist nur Wolfsburg, die haben noch ein paar Tore mehr gemacht und die Bayern auch mit 10 Punkten. Und dann geht's mal los. Ach ja, da war ja noch was, der Arnold. Mit dem sollten wir vielleicht nochmal reden, also das geht ja mal gar nicht, dass der sich hier gelb-rot holt und dann auf so unnötige Art und Weise, also eine Schwalbe und ein Handspiel, das ist nicht so richtig gut gewesen. Da muss ich gerade mal schauen. Na, mal gucken, was er sagt. Naja. Okay, dann würde ich mal sagen, dann kommt für ihn, ja, wie machen wir das denn am besten? Also ich würde sagen, dass wir dann wieder einen Defensiven reinnehmen. Dann machen wir mal wieder hier unsere 2-Mann-Defensive im Mittelfeld. Und dann statt dem Moritz kommt dann noch der Baumgartlinger rein, weil der ja eigentlich auf dieser Position gesetzt ist. Und dann geht's mal los mit dem Spiel gegen Schalke. So, dann gucken wir mal. Ja, mein Gott. Also wir sollten hier schon gewinnen. Wir sind zwar von der Mannschaftsstärke nicht so gut wie die Schalke, aber wir haben halt einen deutlich besseren Lauf. Und vielleicht bringt uns das den Vorteil. Das geht ja schon mal gut los. Die erste Chance von Shaqiri. Und setzt sich durch. Passt in die Mitte. Okazaki und... Ah, kann zur Ecke ablocken. Schade, kein frühes Tor. Aber mal gucken, noch läuft's ja. Erst läuft die erste Minute mit dem Eckball hier von Johannes Geis. Aber Hildebrand hat den Ball. Ja, die Schalker, die hadern ja ziemlich mit ihren Torwärtern. Also das ist schon ziemlich übel, was da abläuft. Und warum sitzen wir eigentlich auf der Tribüne? Was habe ich denn da verpasst? Also, da können wir gar nicht reinreden. Das ist ja schade. So, Scholley ist ja ein Ex-Mainzer und schafft es nicht hier, Wettklo zu bezwingen. Ja, der Schiri, der lässt scheinbar einiges durchgehen. Und hier steht, greift gnadenlos durch. Das passt ja super. So, Ecke von Schalke, von Fafan. Oh, und Sporting fälscht den Ball ab. Und der Ball kullert am Tor vorbei. Ach, Glück gehabt. Ich dachte schon, jetzt klingelt's hier. Und die Schalker gehen in Führung. Aber denkste. So, die nächste Chance diesmal für uns. Aber super Parade von Hildebrand. Da nimmt uns das Spiel schon mal die Luft aus den Segeln, den Wind aus den Segeln. Ja, die Torhüter, beide ein gutes Spiel. So, nächste Ecke für uns. Bungert ist aus 7 Meter knapp am Kasten vorbei. Schade. So, und die Schalker wieder. Also, ziemliches Hin und Her hier. Ecke von Fafan. Oh.
Und Wettlow ist hier wirklich auf Messers Schneider. Hat den Ball zwar pariert, aber das war alles andere als souverän. Gibt auch nur eine 2,5 bisher. Genauso wie der Hildebrand. So, Marco Höger sieht nach einer guten Chance aus. Auf Fafan. Und Wettlow, ach du je. Und der Ball schlägt ein zum 1-0 für Schalke. Tja, nach drei Spielen ohne Sieg, ohne Tor, machen sie hier jetzt ihr erstes Tor und dann ausgerechnet gegen uns. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und jetzt verstreichen hier die Minuten. Ne? Viertelstunde lang gar nichts passiert. 20 Minuten lang gar nichts passiert. Ach du je, was ist denn da los? Aber endlich wieder die nächste Chance. Ja, aber Timo Hildebrand denkt gut mit, das ist schon mal schlecht. Tja, ich würde sagen, Parker und Polter, weil unser Sturm ist hier ein Totalausfall. Der Okazaki macht gar nichts. Da werden wir dann mal, ja, in der 50. mal zwei neue Offensive bringen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das so ein bisschen umsortieren. Vielleicht mit zwei Stürmern und dann einen defensiven Mittelfeldspieler raus. Aber erstmal geben wir den Okazaki hier erstmal was mit. So, Noweski ebenso. Und auch hier Choupo-Moting. Da muss mal ordentlich hier was gesagt werden. Shaqiri ist hier sogar noch der Beste. Den können wir dann nochmal ein bisschen motivieren. Und der Park ist auch wieder vorne mit dabei. Also trotz des Gegentors hat er hier eine wirklich gute Bewertung. Der ist wirklich ein Spitzenspieler. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Also der hat durchweg immer mit die besten Bewertungen. So, dann geht's mal wieder raus. Und dann lassen wir die Jungs hier nochmal so ein bisschen sich warm laufen. So, 10 Minuten wieder verstrichen. Park holt sich hier die gelbe Karte ab. Und jetzt können wir hier auch an der Aufstellung was machen. Und dann sollten wir auch taktisch ein bisschen was einstellen. Also da können wir jetzt auch gerne ein bisschen Risiko eingehen. Also Okazaki kommt erstmal raus für Parker. Der rückt dann ein bisschen nach links. Und dann holen wir hier Sascha Polter. Den haben wir ja auch irgendwie versprochen, dass er Einsätze bekommt. Kommt für Johannes Geis. Und Baumgartlinger rückt dann so ein bisschen zentral. So, dann können wir auch direkt noch die Taktik ändern. Denn auch hier sollten wir so ein bisschen offensiver gehen. Ich denke mal hier den Polter, den nehmen wir hier als Sturmtank. Shaqiri, ja, ohne Vorgabe meinetwegen. Und dann können wir den Einsatz hier nochmal sehr nach oben schrauben. Das können wir uns, denke ich, mal leisten. So, Abstöße, gerne lang, Abwehrreihe kommt ein bisschen nach vorne, Pressing, 80%, und jetzt möchte ich aber auch mal richtig was sehen, also da müssen jetzt auch Ergebnisse kommen, dass wir hier wirklich dann nochmal ein paar Torchancen bekommen, vielleicht auch eine, die wir dann nutzen können. Kann natürlich auch sein, dass das nach hinten losgeht, aber ob wir dann 0-1 oder 0-3, das ist ganz egal. So, Live-Tabelle, da stehen wir derzeit. Sind wir auf Platz 11 wieder zurückgefallen. So, Choupo-Moting aus 30 Metern, aber Hildebrand holt sich den. Ja, Rückstand auf Platz 6 sind jetzt 10 Punkte, 4 Punkte. Da haben wir jetzt natürlich 3 Punkte auf unsere Konkurrenten, die wir hier verlieren. Also da muss noch was passieren. So, guter Kopfball hier vom Baumgartlinger, aber das reicht leider nicht, um dem Hildebrand hier eins auszuwischen. Also der macht eine gute Partie. 2,5 hätte ich jetzt sogar noch ein bisschen besser eingeschätzt. So, und das Stadion ist ausverkauft. Das heißt auch schon was. So, Nikolai Müller jetzt nochmal mit der Ecke. Und Polter in Rücklage, aber Hildebrand ist wieder da. So, nächste Chance. Und das sieht nach einer guten Chance aus. Also Müller, die vierte Ecke. Und holt sich das Leder. Ach Mensch. Dabei hatten wir doch sogar... Na, waren glaube ich dann nur eine gute Chance. Schade. So, jetzt müssen wir hier wirklich zusehen, Leute. Jetzt macht mal was, damit wir hier zumindest nochmal einen Punkt holen können. Ja, Noweski verletzt sich. Das ist natürlich ganz bitter, weil wir schon dreimal ausgewechselt haben. Ach du Jemine, jetzt haben wir natürlich einen Mann weniger.
Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das heißt, Nico Bungert muss hier jetzt wirklich für zwei verteidigen. Ja, das kann man natürlich aber auch nicht vorausahnen. Das ist jetzt ärgerlich. So, die Schalker mit einer guten Chance. Flanke von Draxler. Hövedes verlängert per Kopf und Höger schießt den Bungert ab. So, Aoro kommt für Roman Neustädter. So, die Schalker, die wechseln jetzt natürlich, um auch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Und wir brauchen hier, müssen jetzt hier auf einen Lucky Punch hoffen. Also, dass wir hier zumindest noch einen Punkt mitnehmen. Wir haben zwar einen Mann jetzt weniger, aber irgendwie... Und noch 10 Minuten, also das sieht nicht gut aus. Schade, schade, also das ist sehr ärgerlich. Hier hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So, und das ist jetzt die Entscheidung. Das 2:0 von Adam Schollei, also der Ex-Mainzer. Macht hier den Sack zu, also da ist nichts mehr zu holen. Ja, gut, wir sind auch einer weniger. Einer fehlt jetzt in der Abwehr, da können wir jetzt auch nicht mehr großartig umstellen, wenn wir nicht mehr auswechseln können. Von daher, gut, nützt nichts. Von den Chancen her war es eigentlich relativ ausgeglichen. Und ja, das 3:0 verpassen sie jetzt. 2 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Ach, guck mal, wir können ja, glaube ich, sogar noch... Ach, ich bin ja auch bescheuert. Wir haben ja, glaube ich, nur zweimal ausgewechselt. Ne, wir hätten ja, glaube ich, sogar noch einmal wechseln können. Ja, das ist ja total blöd gewesen. Wobei, ich schau grad. Ach, Mensch, dann habe ich das verbaselt. Naja, ist aber auch nicht so wild. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hätten drehen können. Okay. Ja, schade. Die dritte Niederlage hier im fünften Spiel. Aber die anderen beiden Spiele waren ja zum Glück gewonnen. So, was haben wir denn hier? Die Dortmunder gewinnen gegen Hamburg, Bayern gegen Hannover. Leverkusen gegen Wolfsburg unentschieden. Der erste Punktverlust von Wolfsburg. Frankfurt gewinnt gegen Bremen. Die Bremer rutschen nach ihren beiden Siegen immer mehr ab. 3 Niederlagen jetzt in Folge. Ja, Schalke besiegt uns. Gladbach gewinnt gegen Hoffenheim. Nürnberg und Braunschweig trennen sich 1:1 und Stuttgart gewinnt in Berlin. So, das heißt, wir rutschen hier auf den 12. Platz, haben jetzt 3 Punkte Rückstand auf Platz Nummer 6, aber wie gesagt, unser Saisonziel ist von Platz 10 bis Platz 14, würde ich mal sagen, und da sind wir derzeit sehr gut drin, also wir haben hier 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also hier sind wirklich 4 Mannschaften, die es extrem spannend machen, haben alle nur ein Unentschieden und 4 Niederlagen. Also das ist schon extremst. Dabei stehen Augsburg, Hoffenheim und Berlin derzeit wirklich in der richtigen Liga richtig gut. Ja, sehr ärgerlich. Aber gut, gegen Schalke muss man auch nicht zwingend gewinnen. Da gibt es Schlimmeres. So, 3 Wochen Pause für Noweski. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Verteidiger. Das nächste Spiel ist dann in der nächsten Folge gegen Bayern 04 Leverkusen. Und das wird kein einfaches Spiel werden. Danach dann gegen Dresden. Das ist dann ein Pflichtsieg im DFB-Pokal. Und ja, Hertha, Hoffenheim. Da haben wir dann 2 Mannschaften, die derzeit ganz unten sind, bevor es dann zu den Bayern geht. Und dann wieder 2 Mannschaften, die ganz unten sind. Also da sind einige Siege, die wir hier jetzt holen müssen in Kürze. Und ja, ich denke mal, außer Bayern und Bayern, das wird schwer. Aber ansonsten haben wir bis Dortmund, bis zum 30.11., haben wir hier wirklich freie Bahn. Das müssen wir nutzen.
Und ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal, spulen nochmal ein bisschen nach vorne. So, dann können wir eben nochmal ganz kurz in den privaten Bereich reinschauen, nochmal ein bisschen Golf spielen. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Handicap, aber noch haben wir nicht mal Platzreife. So, dann können wir nochmal kurz schauen, wie es denn aussieht mit der ersten Mannschaft. Also, der Arnold, der ist wieder spielberechtigt. Der kommt dann für den Geiss in die Mannschaft und verstärkt dann hier wieder unsere Offensive. Dass das dann möglichst wieder so läuft wie gegen Hannover. So, Noveski, da kommt dann Bo Svensson für rein. So, haben wir irgendjemanden, den wir noch vielleicht in die Mannschaft reinnehmen sollten? Soto, genau, die Strafe von Soto ist auch abgelaufen. Der kommt dann für Baumgartlinger. Und der kommt dann für Moritz rein. Und dann haben wir derzeit eigentlich, ja, vielleicht nochmal einen Verteidiger hier irgendwie, den wir dann nochmal reinnehmen können. Stefan Bell zum Beispiel für den Dani Şahin. Und dann haben wir auch für die Innenverteidigung dann einen Ersatzspieler. Und das wird dann unsere Aufstellung sein für das Spiel gegen Bayer 04. Ich bin am Überlegen, vielleicht bringe ich einfach mal den Sebastian Polter von Anfang an. Dann hat er auch mal die Chance, weil Okazaki hat mich jetzt doch in den letzten Spielen nicht so wirklich überzeugt. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Dem Arnold, den gebe ich nochmal das Vertrauen. Also da müssen wir mal gucken. Ansonsten hätte ich auch gesagt, dass wir vielleicht Shaqiri als einziger hinter den Stürmern und dann vielleicht noch einen zweiten Stürmer nehmen. Aber ich versuche es nochmal mit dem 4-1-4-1-System und ich würde mich freuen, wenn ihr denn in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Dann geht's gegen Bayer 04 Leverkusen und das wird nicht einfach werden, aber danach haben wir dann erstmal einen Haufen leichter Spiele und da müssen wir dann ordentlich punkten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.